alter Freund, was geht denn mach? Bruder, was geht? Hast du wieder einen dicken Deal in deiner Hand? Chill, Digga. Freak. Ah, stimmt, 3D-Land gab's ja auch mal. Theme Talk hat früher eigentlich immer echt Bock gemacht. Vielleicht könnte ich das mal fortsetzen. Hi. Was geht, Friends? Und willkommen nach 1,5 Jahren zur 10. Folge von Let's Play Super Mario 3D Land. Holy F-King Shiash. Ich laber gar nicht lang rum, ich gehe in den Spielstand, den wir hatten, und jetzt gebe ich euch erstmal ein bisschen Backstory. Als allererstes, nicht wundern, warum ich hier schon in Welt 8 bin, in Part 9 waren wir nämlich genau in Welt 7, zweites Level. Das ist das nächste Level, was wir spielen müssen. Ich hatte damals schon mal in einem Stream weitergezockt, wollte daraus eigentlich ein Highlight-Video schneiden, aber bin dann bei abgestorben. Jetzt geht's hier ganz normal weiter, aber... Das hier war das erste Projekt, was ich damals auf diesem Kanal hier, als ich am 1. Januar 2019 gestartet habe, irgendwie veröffentlicht habe. Und von der echt guten Resonanz mal abgesehen damals, hat mich das extrem erfüllt. Ich bin jemand, ich rede gerne über Themen, ich diskutiere gerne, zum Beispiel mein aktueller Seminarkurs in der Schule ist auch ein fucking Debattierkurs. Ich schreibe eine Seminararbeit übers Debattieren. Ich glaube, deutscher geht's nicht, aber es macht mir fucking Spaß. Ich habe eigentlich immer zu allem irgendwas zu sagen. Und genau das hier ist im Endeffekt auch das Projekt. Auch so ein bisschen zur Erklärung für neue Zuschauer, denn ja, also die 6000 Abonnenten, die in der Zeit dazugekommen sind, ist ja gar nichts, also minimals. Deswegen, Super Mario 3D Land war einfach, simpel gesagt, ein Themetalk-Projekt. Mal ein bisschen abseits der Norm, wie ich Videos eigentlich so in den letzten 1,5 Jahren weiterhin produziert habe. Also ich habe ja meistens immer viel, eigentlich nur Wert auf Unterhaltung gelegt, nur geschnitten und bla bla bla. Aber das ist nicht alles, gerade für die Community-Bindung ist, finde ich, sowas mega cool, wenn ihr meine Ansichten zu Themen hört, ihr mit Themen vorschlagen könnt, über die ich rede, und selber vor allem Feedback in den Kommentaren schreibt. Wenn ich mich zurückerinnere, dass meine Videos damals wirklich 100, 200 Kommentare bekommen haben und alles waren entweder Vorschläge oder tatsächlich der Großteil Rückmeldungen von euch zu den im Videos oder in den Videos besprochenen Themen. Das war so unendlich cool, wenn du wirklich so eine Blogs teilweise hast, wo einfach nur eure Meinung oder auch euer Feedback oder sonst was drin steht, das lässt mein kleines Mini-Herz echt ein bisschen warm werden. Und entsprechend mache ich das Ganze jetzt wieder, weil ich Bock drauf habe. Ich will mich da auch gar nicht groß in irgendwelchen Erklärungen oder sonst was verstricken. Habe ich nicht nötig, wollt ihr auch gar nicht hören. Ich hoffe, einige Leute freuen sich hier einfach drüber. Es wurde ja auch von vielen als tot geglaubt, kann ich auch absolut verstehen, aber ich laber jetzt wieder. Und im Zuge dessen, ich starte direkt in das erste Level. Wie gesagt, nicht wundern, dass ich die schon gespielt habe. Ich werde trotzdem versuchen, alles für euch zu zeigen. Also alles da könntest du holen, auch wenn die jetzt halt so komisch ausgeblaut sind. Aber das sollte, denke ich, im Kern kein Problem sein. Das Ganze hier ist ein Themetalk-Projekt. Habe ich ja nur circa 5000 Mal in den letzten 7 Sekunden gesagt. Wie dem auch sei. Entsprechend, ein Themenprojekt lebt von Themen. Ich habe das damals, wie ich schon eben gesagt habe, so gemacht, dass ihr mir Themen in die Kommentare geschrieben habt und darüber habe ich geredet. Für dieses Video habe ich mir selber ein Thema rausgesucht, darüber werden wir gleich reden. Aber ich brauche logischerweise neue Themenvorschläge. Ich hatte zwar damals welche in petto, aber die hatte ich noch damals anders sortiert. Ich glaube, die Dateien sind noch mittlerweile gelöscht, also von den Screenshots, die ich mir gemacht hatte. Deswegen, schreibt mir gerne Themenvorschläge. Und mit Themenvorschläge meine ich alles, was euch in dem Sinne so in den Sinn kommt, was man so in 10, 15 Minuten abhandeln kann bei einem stabilen Redefluss. Aber ich denke, reden kann ich eigentlich. Also, daran soll es nicht scheitern. Ich bin eigentlich wie ein verfickter Wasserfall, wenn es darum geht. Aber in Ordnung. Von daher, alles, was euch irgendwie so einfällt und was euch vielleicht auch von mir interessieren würde, und vor allem, wo ihr vielleicht auch denkt, dass andere Leute da was zu sagen können, gerne in die Kommentare schreiben. Ich blende logischerweise auch euren Kommentar ein, wenn ich über das Thema rede. Und ich hoffe, dass wir so einfach wirklich eine kleine Diskussionskultur in dieser doch recht kleinen Community auf YouTube irgendwie wieder schaffen können. Das war ein absoluter Pro-Move, den ich hier gerade gemacht habe. Vertraut mir. Jeder Speedrunner wird euch das so zertifizieren können. Das ist auch das hier. Vertraut mir. Das ist alles Damage Boosting. Also das hat alles einen tieferen Zweck. Ist hier hinten was? Aha, ein paar Münzen. Geiler YouTube-Partner, Nintendo Let's Play 2012.
Yes, ich denke, ich brauche nicht viel dazu sagen. Ihr kennt das Prinzip von wegen, ihr macht Themenvorschläge und ich rede drüber. Gerne ab damit in die Kommentare. Der einzige Vorteil ist, ich muss jetzt nicht die goldene Flagge holen, die habe ich nämlich schon. Und damit haben wir das erste Level zu 100% abgeschlossen. 100% heißt alle drei Starcoins plus die goldene Fahne. Im Zweifel cutte ich euch das immer so ein bisschen zusammen. Aber auch ansonsten, wie schon gesagt, im Endeffekt wird hier nicht viel gecuttet. Ich will wirklich einfach nur labern. Das ist was absolut Persönliches. Vielleicht geht das auch irgendwann auf Dauer in Richtung Storytimes oder so, was ich mir auch ganz gut vorstellen kann. Also wenn mir einfach irgendeine spontane Geschichte passiert ist, die man super in so ein Video mit reinpressen kann. Vielleicht werde ich das doch künftig einfach abseits von so einem festen, ich sag mal, Videoformaten wie jetzt hier 3D-Land machen. Aber das ist jetzt erstmal der Way to go. Ich dachte mir, das wieder aufzugreifen, ist eine coole Idee. Und dafür seid ihr wichtig. Ja, perfekt. Direkt mal hier eine Feuerblume snacken plus einen Pilz, damit wir weiter für Welt 7 gewappnet sind. Es wird ja auch langsam heiß eigentlich. Also mal von den Temperaturen draußen abgesehen. Nähern wir uns immer mehr der letzten Welt. Ich weiß, danach kommt noch eine Menge. Aber theoretisch Welt 8. Ihr kennt das System von Mario Games. Ja. Das ist es. Ich muss sagen, es ist ziemlich ungewohnt, hier wieder für euch zu sitzen und zu labern. Nicht, dass ich das in den letzten Jahren nicht ja trotzdem betrieben hätte, aber so ganz, 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 wie sagt man, unverblümt? Ist es unverblümt ein Wort? Ich weiß es gar nicht mal. Aber einfach natürlich. Oh Gott! Oh, wieder vor mir. Oh mein Gott, ich liebe meine Mutter. Ihr solltet auch eure Mutter lieben. Oh Gott, aber ich liebe auch eure Mutter. Nein, Hier wirklich ohne Schnitte in dem Sinne vor der Kamera zu sitzen. Ich weiß, ich will nur schneiden, wenn es nötig ist. Und nur schneiden, wenn es nötig ist, heißt in dem Atemzug, wie gesagt, wenn ich euch irgendwas reinschneide, wenn ich eine Starcoin irgendwo verpatzt habe oder wenn, ich die goldene Fahnenflagge, wahrscheinlich ist Fahnenflagge ein Wort, oder? nicht erreicht habe, dass ich die nochmal extra reinkatte, denn das Ganze hier, wie gesagt, sollen eigentlich schon 100% werden, damit ich mir zumindest so ein bisschen mal was auf die Fahne schreiben kann, wenn das Ganze hier dann irgendwann mal in 10.000 Jahren ein Ende findet. Aber, yes, in erster Linie Themenprojekt. Gerne Themenvorschläge in die Kommentare, auch gerne Feedback, wenn ihr noch irgendwas auszusetzen habt, wenn ihr irgendwelche Kritiken, Anregungen habt, wie ich diese Videos hier vielleicht noch irgendwie gestalten könnte, immer damit in die Kommentare. Ich bin unfassbar offen und dankbar für Kritik. Gerne, gerne her damit. Aber damit würde ich sagen, kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Ich habe jetzt ein bisschen sehr viel gelabert, aber sorry, das musste sein, um das Ganze vielleicht auch wirklich für neue Leute irgendwie introducen zu können. Und ich bin bisher echt ein bisschen beeindruckt von meinem Redeflow. Ich hatte gerade schon mal eine Aufnahme versucht, da ist alles ein bisschen mehr rumgestottert, aber das scheint bisher ganz gut zu funktionieren. Wie dem auch sei. Oh, jetzt geht's hier bergauf. Direkt mal wieder Mario Bros. Was waren das? 2 hier. Doki Doki Panic, Alter, wo es auch nur immer nicht horizontal, vertikal nach oben ging. Baba-mäßig. Ich weiß gar nicht, ob ich schon alle Dingens jetzt immer gesammelt hatte. Auch da, ganz kurz, wenn euch irgendwie auffällt, dass ich irgendwo in irgendeinem Level eine Starcoin vergesse. Oh mein Gott, fuck. Ich komme hier aber wieder rein, oder? Ich komme hier wieder rein. Oh, ich bin eine fucking Legende. Sag doch einmal, dass ich schlecht im Videospiel bin. Ich bin der fucking Beste, Alter. Macht's mir nach, Junge. Ich speedrunne euch Mario Odyssey in nur 10 Stunden. Den habe ich auch besiegt. Alter, ich bin einfach der Beste. Ah, oh, goddammit. Nein, falls euch auffallen sollte, dass ich irgendwie eine Starcoin übersehen habe, gerade jetzt in den aktuellen Leveln, wo die ja ausgegraut sind, heißt, wo neue Starcoins nicht mehr unbedingt so goldfunkelnd angezeigt werden, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde alles lesen und euch das entsprechend nachholen und zeigen, damit wir das hier auch schön alles brav komplettieren können. Ja, und damit will ich jetzt aber wirklich nicht mehr lange fackeln. Ich probiere mal vielleicht mir hier einmal die geile Fahne zu holen. Oh, komm. Das ist jetzt mal meine Goals and Ambitions in Life. Digga, komm. Nein, das ist mir jetzt wert. Alter, Mario, mach keinen Scheiß und hier. Warte mal. Oh nein, ich muss. Oh, fuck. Ich hab's vergessen zu sprinten. Komm, das schaffst du. Das kriegen wir hin. Komm. Und jetzt. Ja! Darf ich schon mal 5 Milliarden Likes auf diesem Video, Alter. Habt ihr den krassen Pro-Move gesehen? Oh, goddammit. Ja, wie dem auch sei, vielleicht ein bisschen anknüpfend an die letzte Folge. Ihr könnt euch vielleicht noch so erinnern, ist ja quasi erst gestern rausgekommen. Also die 18 Monate, die letzte Folge her. Auf jeden Fall, vielleicht auch jetzt ein kleiner ja, als ein kleiner Flashback-Ruf an die Leute, die es damals schon verfolgt haben und
einfach eine kleine Erzählung für die Leute, die jetzt überhaupt erst neu auf das Ganze hier stoßen. In der letzten Folge damals habe ich über mein, zumindest zu dem Zeitpunkt damals, liebstes Album, also Musikalbum, geredet. Und in dieser Folge hier würde ich gerne nochmal einigermaßen kurz und bündig, das trifft sich ganz gut, dass ich in dem Sinne jetzt gar nicht mehr so viel krass Redezeit habe, wenn wir das Ganze hier in einer humanen Länge halten wollen. Dass ich das in so einer Folge berede. Warte mal, ich muss, glaube ich. Ah ja, genau. Hier schwingt das Ding so rum. Ja, mein Schwing. Genau, mein Schwing dingt auch immer rum. Oh Gott, wie komme ich denn da ran? Kann ich mich da irgendwie. Oh Gott, ich glaube, ich muss da einen passenden Moment springen. Aber das kriegen wir alles hin. Ich möchte nämlich über meine drei Lieblingssongs reden. Denn die drei in Kombination, finde ich, geben ein sehr klares Bild über mein Mindset. Etwas, woran sich durchaus auch immer viele Leute inspirieren, was mich immer sehr, 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 sehr freut, wenn ich wirklich auch Nachrichten bekomme, dass Leute sich irgendwie ein gewisses Beispiel an mir nehmen. Nein, nein! Oh ja, aber in meinen Mario-Skills solltet ihr euch bitte kein Beispiel an mir nehmen. Hatschi! Ist irgendwas passiert? Also mir ist nichts aufgefallen. Warte mal, kann ich mich irgendwie an dem hier vorbeisneaken oder brauche... Oh Gott, ich glaube, da ist eine... Ha! Feuerblume. Hier oben in der Box. Fucking Monty, Alter. Geh mir aus der Sichtbahn. Back to topic. Ich denke, dass das inspirierendste oder zumindest auch motivierendste ist es für einen YouTuber, wenn man wirklich irgendwie per Privatnachricht sowas geschrieben bekommt wie: Ja, du hast es geschafft, mich mit deinem Video zu motivieren. Ich habe wirklich schon viele Nachrichten bekommen, Alter. Gerade als ich damals auch selber noch dicker war und sowas und dann wirklich viele Nachrichten zum Thema bekommen, weil: Ey, du hast es geschafft, mich dazu zu motivieren, abzunehmen. Ich habe so und so viel geschafft und ich bleib dran. Sowas ist mega, mega cool. Und ich finde, dass oder zumindest etwas, was ganz viel dazu beitragen kann oder ein unfassbarer Einflussfaktor ist, Musik. Und da lege ich euch gerne auch irgendwie meine Empfehlungen nahe. Zumindest sind das alles Tracks, die für mich, wie gesagt, einen Teil meines Mindsets bilden. Und da zumindest in dieser Dreierkombination. Vielleicht kann sich da, also es ist jetzt kein konkretes Ranking von wegen, das ist mein absoluter Lieblingssong und der ist auf Platz 2 und der ist auf Platz 3. Als ob die Scheißviecher fliegen können, what the hell? Geht mir aus der Sichtbahn. aber einfach prinzipiell diese drei in Kombi. Und damit haben wir auch schon alle drei Starcoins. Nice, nice, nice. Haben sein Tun nicht verhasst, bei mich gerade viel zu krass. Wie dem auch sei, fangen wir einfach an. Das sind drei Tracks, die alle für sich unfassbar cool sind. Ich starte einfach mal mit der Nummer 3. Oder, nee, ich will keine Nummern machen. Einfach generell. Der erste Track quasi in dieser Aufzählung, der mir erst dieses Wochenende richtig ein Begriff geworden ist. Weil, also ich war ja dieses Wochenende bei Hübi zu Besuch. Wir haben sein bald erscheinendes Musikvideo gedreht. Weil, guckt euch das an, das wird so geil. Ah, komm, schaffe ich das noch? Oh mein Gott. Jetzt keine Scheiße bauen, einfach nur noch. Jalla! Ja, fast oben. Aber das ist Gott sei Dank, ich komme da wieder rein, Leute. Gar kein Stress. Das ist von Kollega der Track Infinitum. Ein Track, in dem es viel um das Thema Liebe geht. Also Kollega rappt da über seine Freundin oder so, wie er es im Track formuliert, anscheinend verheiratete Frau. Was man ja, also was ich sowieso interessant finde, weil man davon eigentlich nie Großes mitbekommen hat. Kollega hatte ja generell immer zumindest in seiner Imagerolle ein sehr, ja, hier Farid und ich, wir ficken alle Mütter und bla bla. Oh nein, das ist ein Level, wo ich mich beeilen muss. Das wird immer richtig geil jetzt zum Reden, Mann. Ja, Mann, bestes Projekt, um Thementalk zu machen. Ich habe mir das ganz genau überlegt. Was ist hier? Ist irgendwas Wichtiges? Fick doch deine Münzen. Oh, oh, nein. Okay, Nummer 1. Und mir persönlich hat das Ganze gewissermaßen einen Druck aus dem ganzen Liebesthema und sowas genommen. Also logisch macht man sich irgendwo ein bisschen Druck, gerade in der Jugend, vor allem wenn man eben nicht einer dieser Platzhirsche ist. Wobei ich das in den letzten Jahren ziemlich in den Griff bekommen habe. Ich bin einfach cool und selbstbewusst auf meine Art geworden. Aber trotzdem glaube ich, dass es vielleicht auch vielen von euch so ergeht, dass das alles irgendwie stressig ist und sowas. Aber richtige Liebe, die, oh, als ob ich da jetzt genau in diese Scheißkreissäge gelaufen bin, kommt erst im Laufe des Lebens. Da braucht man sich keinen Stress machen. Und dieser Track gibt mir wirklich eine schöne Perspektive dafür, dass ich mich auch getrost gerne erst noch auf andere Dinge fokussieren kann. Und die eine, die es dann wirklich ist, da wird man auch merken, dass es die eine ist. Und generell, da hatte ich mit Tobi auch nochmal so ein bisschen drüber geredet, ohne jetzt viel Privatscheiß leaken zu wollen. Ich glaube so, die eine Frau fürs Leben, da hat man auch so diese Perspektive. Also wenn man in die Zukunft guckt und keinerlei Bedenken hat, dass man mit der auch noch mit 70 auf der scheiß Veranda und zwei Kindern, die irgendwie unten rumtun,
oder weiß ich, zu dem Zeitpunkt dann vielleicht schon Enkelkindern irgendwie ein cooles Leben führen kann und man sich immer noch super versteht, dann ist es die richtige. Und das finde ich fast, dieser Track auch bildlich gesehen, so schön zusammen. Und gerade auch diese Einstiegsline von Kollega, irgendwie, ich bin ein schwieriger Mensch, zieh viele Probleme an Land, denn ich bin Prinzipien gelenkt, da sehe ich mich, ich habe viele Prinzipien und ich weiß, dass ich eines Tages die eine finden werde, die mich so akzeptiert, mit all meinen Problemen, mit all meinen Makeln, die gerade auch vielleicht hinsichtlich Leidenschaften und sowas, ich vertief mich da sehr gerne drin. Das ist, nein, nein, was ist das denn? Oh nee, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Ganz, ganz dicker Clown-Emoji. So. War das jetzt so schwer? Auch oh, ist auch wieder so kurz vorm Ziel. Wie dem auch sei. Oh Gott, wie schnell die hier abgehen. Oh mein Gott, ich hab die schon Stange recht. Ich bin der Beste. Ohne mich groß jetzt da drin verrennen zu wollen, ich mach mal die Folge ein bisschen länger, dass ich das jetzt noch alles ausführen kann. Der Track ist wunderschön, gerade wenn es um das Thema Liebe geht. So, damit haben wir nämlich den einen Aspekt. Das zweite Lied, was ich euch gerne irgendwo nahelegen würde, ist von Raf Camora, beziehungsweise zu seiner damaligen Form Raf 3.0. Das war so eine Zeit unter einem anderen Künstlernamen von ihm, wo er sehr viel mehr inhaltsstarke Tracks und vor allem auch ein bisschen melodischer, musikalischer gemacht hat, was mir sehr, sehr, sehr zusagt. Und da ist sein eigentlich sogar soweit bekanntester Track Dumm und Glücklich. Und dieser Track hält mir eigentlich immer vor Augen, was ich ganz, ganz klar nicht sein will. Und ich glaube, vielleicht könnte auch da, also mir schenkt der Track ganz, ganz viel Kraft, beziehungsweise gibt mir immer wieder diesen Arschtritt von wegen, nein, bleib dir selber treu, mach dein Ding. Und ich kann mich gerne in Sachen vertiefen. Ich steigere mich gerne in Sachen zumindest arbeitstechnisch rein. Ich habe mittlerweile echt einen Mann, eine Wortpolitik. Ich weiß, von der sieht man auf YouTube zwar leider nicht so viel. Das wird sich jetzt aber auch, denke ich, ändern. Yeah! Ankündigung von Ansgar. Nein, ich will da gar nicht groß jetzt auf YouTube-Ebene drüber reden. Aber im echten Leben, wenn wir da mal angucken. Genau. Wenn wir mal angucken, was ich mir quasi im echten Leben alles vorgenommen und dann entsprechend auch eingehalten habe. Wie gesagt, ich weiß, auf YouTube war ich nie groß das beste Vorbild, was das angeht. Ich habe zwar mal viel erzählt, aber nie umgesetzt. Aber im normalen Leben. Ich habe gesagt, nach 10 Jahren, in denen ich Fingernagel-kausüchtig war, mega geiles Wort, ich weiß. Ich hoffe, jetzt mal kurz ein Stillframe. Nach 10 Jahren, wo ich meine Fingernägel wirklich teilweise immer bis aufs hier Fleisch runter und blutig und bla 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 gekaut habe, ich bin seit 2 Monaten clean. Ich habe gesagt, ich höre jetzt auf und habe seither kein einziges Mal mehr Fingernägel gekaut. Weitere Beispiele. Da habe ich auch, meines Erachtens nach, damals eine 3D-Land-Folge drüber gemacht. Ich habe gesagt, ich fühle mich unwohl in meinem Körper. Ich fange jetzt an, oh Gott, mich ein bisschen zu bewegen, auf meine Ernährung zu achten. Ich will meinen Körper so optimieren, dass er mir gefällt und dass ich mich wohl daran fühle. Zack. Habe ich 30 Kilo abgenommen. Gar kein Stress so. Ich habe gesagt, meine Noten sind scheiße. Ich fühle mich in meiner Schule unwohl. Ich will die Schule wechseln und danach will ich absolut reinhauen mit den Noten. Und bin von einem Dreier-Schüler in einem komplett beschissenen Umfeld, wo ich jeden Tag 10 Sprüche kassiert habe. Auf allen Ebenen. Also ich würde das schon Mobbing nennen, aber das ist jetzt nicht gerade Thema. All sowas war immer Teil meiner Ein-Mann-Ein-Wort-Politik. Ich habe gesagt, ich will was ändern und ich habe es geändert. Und ich brauche das auch. Ich brauche diesen dauerhaften Prozess der Veränderung. Und das, was Raf da in diesem Lied Dumm und Glücklich beschreibt, ist im Endeffekt genau das. Die Leute leben in den Tag rein, verschwenden ihre Zeit, haben keine Weitsicht und verplempern eigentlich nur alles. Und das kann ich nicht. Das hält mich immer ganz klar davon ab und gibt mir jedes Mal wieder Kraft, einfach weiterhin meinen Weg zu gehen. Und das nicht in Form eines schlechten Scheiß, nennen wir es mal Rap-Songs, wie Loredana. Geh dein Weg, geh dein Weg. Oh Gott, ich musste jetzt beide dreimal hitten. Ja, da wäre Loredana praktisch, landet ja immer Hits. Leider. Nein. Jetzt ist schon wieder komplett abgeschweift. Also Loredana wird in dieser Top 3 hier nicht auftreten. Und mehr habe ich da im Endeffekt auch wieder gar nicht groß zu sagen. Dieses Prinzip, was oder der Mensch, der quasi von Raf da lyrisch verkörpert wird, ist das genaue Gegenteil von dem, wofür ich stehe. Und ist für mich, wie gesagt, jedes Mal ein Ansatz, um mir klarzumachen, da will ich nicht hin. Und um dann quasi in den dritten Song überzuleiten, wo möchte ich denn hin mit meinem Leben? Da ist für mich einer der stärksten Tracks. Alter, wie viele fucking Leben haben die denn? Seid ihr vielleicht langsam mal tot? Ja, dankeschön, Bum Bum, Alter. Ich glaube, jetzt hier hat nur noch Bum Bum Rina. Ich habe absolut vergessen, wie sie hieß. Ich sehe Chin Chin, ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich heißt sie Chin Chin, oder? Yeah! Okay, nice one. Besiegt, kein Stress. Gleichzeitig verleiht mir
Boah, das ist. Ich glaube, das ist sogar ganz geil, dass hier jetzt gerade so diese Endlevel-Musik läuft, beziehungsweise diese Endwelt-Musik. Aber die Zeit, dann kann ich hier entspannt das zu Ende erzählen. Lose Yourself von Eminem. Ein englischer Track, aber ich denke, jeder, der den Song kennt, gerade auch in Verbindung mit dem Song, mit dem Film 8 Mile, wovon es ja der Main-Track war, wo Eminem ja auch selber mitgespielt hat, wird wissen, was ich meine. Und ich würde, glaube ich, sogar echt so weit gehen und sagen, zumindest aktuell, aber eigentlich auch so, dass Lose Yourself von Eminem mein Lieblingssound ist, weil einfach so dieses, wie das aufgebaut ist, es geht so direkt in die Fresse. Es ist ein Rap-Song, natürlich, aber trotzdem, so am Anfang dieser Punkt hier, ich denke, jeder, der den Song irgendwie cool findet, kann das mitrappen hier. Wie war das? His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, this vomit on the sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready. Erstmal so dieses, wie Rabbit, also auch die Person aus dem Film, versagt und nicht vorankommt und am Anfang keinen Ton rausbekommt und sich so über die Zeit immer mehr eine Rap-Karriere aufbaut und dann vor allem auch mit so Lines, ich meine aus dem dritten Part ist die wie Success is my only motherfucking option, failure's not. So richtig direkt einfach, Erfolg ist meine einzige Option, es gibt keinen anderen Ausweg, ich muss in dem, was ich tue, erfolgreich sein. Deswegen habe ich jetzt auch gerade die Goldfahne erreicht. Es gibt keinen anderen Weg, ich nehme mir was vor und ich muss das schaffen. Und das alleine, alleine diese Aussage ist Gold wert. Und ich finde, so mit diesem Mindset lässt sich einfach auf Dauer eine wunderschöne Perspektive erschaffen. Ich weiß, ich habe jetzt hier leider so ein bisschen durcheinander geredet, konnte vielleicht nicht alles immer perfekt darstellen. Ich gehe noch kurz rüber in die nächste Welt. Und ich habe auch recht lange geredet. Ich hoffe, das ist jetzt kein allzu schlimmer Aufhänger. Aber ich denke, die Leute, die sich wirklich mit interessieren, und das ist ja im Endeffekt dieser Sinn des Projekts, dass ich über Themen rede, das ist denen, was gebracht hat. Ja, und diese drei Songs, gerade in der Kombination, helfen mir extrem krass dabei, mein Mindset auch zukünftig aufzubauen oder beziehungsweise generell eine Weitsicht zu entwickeln. Also wenn ihr die ganzen nicht kennt und wenn ihr, also ich meine, es ist Rap, ja, wenn ihr damit was anfangen könnt, aber ich finde, Rap ist auch immer so direkt, du wirst als Hörer direkt angesprochen, das finde ich so schön. Hört da gerne mal rein, vielleicht bringt es euch was und ansonsten, jetzt kommen wir wieder zur Feedback-Runde, schreibt mir gerne vielleicht mal Songs, die euch im Alltag motivieren oder Songs, die euch eine Weitsicht verpassen in die Kommentare. Vielleicht bringt es auch mir was. Es ist so ein schönes Game und Nehmen. Ich hoffe, das machen ein paar Leute mit. Ja, und damit war es das mit Folge 10 von Super Mario 3D Land. Eine etwas längere Folge, wie schon gesagt. Aber dafür denke ich mal auch mit einem gewissen Input. Themenvorschläge gerne in die Kommentare, wenn es gefallen hat. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch Kritik seht, auch damit gerne in die Kommentare. Eure liebsten Songs oder eure Ansicht zu dem Thema in dem Sinne in die Kommentare. Würde mich alles sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Haut da rein, Friends. Hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute.